Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, auch bei mir ist nun endlich die Lieferung angekommen von der Graf Zeppelin. Quasi Pack 1 mit den Ausgaben 1, 2 und 3. Jawohl. Die 1, da haben wir uns ja natürlich schon beim Kiosk bedient. Haben wir gekauft. Und haben die Ausgabe 1 ja schon einmal verbaut. Und dann, die lasse ich dann jetzt erstmal geschlossen. Um die 3 möchte ich mich in einem gesonderten Video kümmern. Ne? Aber das wird die Tage dann auch noch kommen. Und ja, hier ist dann Bauphase Ausgabe 2. So sieht die Tüte dann aus und wir können auch schon sehen, dass wir vom Backdeck quasi das vordere Deck bekommen. Das kann man schon so erkennen. Und eine kleine Flak und so weiter und so fort. Aber das sehen wir dann später. Ich möchte dann natürlich auch darauf eingehen, ob wir einen Unterschied erkennen können zum Test. Ne? Deswegen habe ich die Testausgaben noch einmal hervorgeholt. Das wird sicherlich bis zur Ausgabe 4 anhalten mit dem Test teilen. Ne? Wir haben ja 4 Ausgaben beim Test seinerzeit verbaut. In Ausgabe 1 war auch noch ein Extrakarton drin und den möchte ich natürlich mit euch zusammen auspacken. Viele vermuten schon, was da drin ist. Ja, ich weiß es natürlich auch, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ihr seht es eher als ich. Ja? Ja, das stimmt ja auch nicht ganz. Das Video kommt ja später. Es ist das Metallschild von der Graf Zeppelin. Es sieht ein bisschen zerkratzig aus, aber hier ist, glaube ich, auch noch eine Folie, eine Schutzfolie drauf. Die lasse ich auch noch drauf. Und dann mal schauen, was hier alles so Schönes draufsteht. Flugzeugträger Graf Zeppelin. Schiffstyp Flugzeugträger, Bauwerft Deutsche Werke Kiel, Geschwindigkeit 33,8 Knoten, also das ist eine Menge für so einen riesen Pott, weil 262,5 Meter lang, quasi länger als die Bismarck, 31,5 Meter breit, Tiefgang maximal 8,5 Meter, Verdrängung 33.550 Tonnen, Maschine 16 Dampfkessel, 4 Satz Dampfturbinen, Leistung 200 PS, ja, 1760 Mann Besatzung, ja, da wird die Kombüse, da gab es 100% mehrere Kombüsen, also gäbe es, also bei der Bismarck waren bestimmt auch mehrere Kombüsen. Und ja, Bewaffnung war dann, also was alles geplant war, war ja nicht fertig, darüber kann man sich ja streiten, was wie alles war. Es ist genauso, ich habe wohl auch irgendwie ein Flugzeugtyp verkehrt benannt im letzten Video. Sollte passieren, kann passieren, ist halt so. Wie gesagt, es gibt, das erwähne ich ja öfter, dass ich nicht unbedingt immer alles weiß. Und vor allen Dingen gerade bei Flieger habe ich ja nun überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, dass es Boeing und Airbus gibt und Spaß beiseite. Auf jeden Fall, hier steht dann Flugzeuge 1941 geplant, 12 Messerschmitt und 30 Junkers. Und wie gesagt, irgendwas habe ich da einmal was verkehrt dann wohl vorgelesen aus der Zeitschrift. Katapulte 2, Flugzeugaufzüge 3. Und das wird, denke ich mal, auf jeden Fall spannend, was das angeht, was wir selber jetzt bei dem Modell auch an Technik einbauen werden. Das wird eine Menge sein. Und da, ja, da bin ich gespannt auch auf die Umsetzung. Und auch selber, wie ich es hinbekomme. So haben wir auf jeden Fall schon mal ein Typenschild quasi. Ich habe ja auch letztes Mal ein Heft und ein Buch vorgestellt. Und mit dem Buch bin ich noch nicht weitergekommen, aber mit dem Heft. Und es waren 3 Flugzeugträger geplant zu der Zeit. Typ A war jetzt die Graf Zeppelin. Dann Typ B, die wurde auch schon auf Kiel gelegt. Das heißt, da hat man auch schon angefangen zu bauen. Und dann Typ C. Das war erst in Planung, also da gab es auch noch kein Material.
Zu der Zeit gab es natürlich auch Materialversorgung, also Materialnachschub, Probleme. Und auch das führte dazu, das waren auch Gründe, dass es dazu führte, dass dieser Flugzeugträger niemals fertig gebaut wurde. Natürlich auch verschiedene Reaktionen auf die Gegebenheiten und so weiter und so fort. Ich möchte da auch eigentlich gar keine Wertung zu abgeben, was die Geschichte angeht. Es ist so, wie es ist passiert. Wir haben da keinen Einfluss mehr drauf. Wir haben nur auf einen Einfluss auf die heutige Zeit und auf die damalige Zeit. Wie soll ich das sagen? Schlichtweg, das war scheiße, was da passiert war. Meine Meinung. Gut, das dazu. Deswegen mögen wir Modellbauer trotzdem Schiffe bauen, Autos bauen, Flieger bauen, Panzer bauen und so weiter und so fort, weil es ist Technik. Und Technik, die begeistert. Das eben dazu. Eine kleine Anekdote nebenbei. Viele von euch wissen ja, dass ich Schiffbauer bin bei Bruno Voss. Und wir bauen ja auch Militärschiffe, Marineschiffe. Und wir haben mal mit einem Militärschiff, mit einem Marineschiff, während einer Probefahrt in Helgoland angelegt. Und da ist mir dann so ein Satz hängen geblieben von einer älteren Dame, die dann sagte: Ist das nicht traurig, dass wir so etwas bauen müssen? Das möchte ich jetzt einfach mal so sacken lassen und sei so dahingestellt. Gut, wir kümmern uns jetzt um Ausgabe 2. Ich packe das Ganze mal aus. Dann gucke ich mir nochmal die Kommentare an, was ihr so für Kommentare verzapft habt. Da freue ich mich immer riesig drüber, über Kommentare. Auch welche, die ein bisschen kritisch sind, natürlich, das gehört dazu. Und dann gucken wir mal, was wir hier dann verbauen. Wer jetzt im Zeitschriftenhandel nach der Bauphase Ausgabe 2 sucht, da sucht er noch vergebens, noch. Weil am 24. Januar, da könnt ihr euch drauf freuen, wird dann die Bauphase Ausgabe 2 erhältlich sein am Zeitungskiosk, dort wo ihr auch die Ausgabe 1 bekommen habt. Und dann könnt ihr euch da auch einen Einblick drauf verschaffen. Ich werde höchstwahrscheinlich auch nochmal eine Ausgabe 2 kaufen, um nochmal was zu zeigen. Aber dazu später mehr. Gut. Wir nehmen jetzt mal den Schraubenträger, diesen hier. Das ist der aus Ausgabe 1. Und wir haben ja gesagt, wir gucken mal, wie lange dieser Schraubenträger durchhält. Und diesen benutze ich auch nur für die Graf Zeppelin. Ich habe hier eine Bastelkiste, wo dann die Teile erstmal, noch ist es ja nicht so groß, die Teile alle reinkommen von der Graf Zeppelin. Und auch da kommt der Schraubenträger rein, dass ich den nicht versehentlich für ein anderes Modell nehme. Also er kriegt jetzt sozusagen die Chance, die Graf Zeppelin durchzuagieren. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Auf jeden Fall für 1,99 inklusive kleinen Fliegerbauteile und einen Schraubenträger, da kannst du eigentlich nichts zu sagen. So, lang genug gesabbelt. Jetzt brauchen wir erstmal ein Bastelmesser. Ich nehme mal so eins, um die Folie aufzuschneiden und die Teile rauszuholen und dann legen wir los. So, die Ausgabe 2 steht unter dem Namen Das erste Geschütz, wo wir hier natürlich noch viel, viel, viel mehr sehen können. Ja, und wir fangen mal an, hier ein paar Teile auszupacken und haben dann hier den Holzbelag. Ich bin auch froh darüber, dass es wieder diesen Holzbelag gibt. Und nicht so wie bei der Bismarck, sondern so wie auch bei der Titanic so ein Holzbelag verwendet wird. Bei dem Test damals habe ich so ein paar Sachen moniert, was nicht so gut funktionopelt und so weiter und so fort, dass der Decksbelag nicht ordentlich hält. Beim Test war es der Fall. Das werden wir hier dann sehen, wie sich das hier verhält. Es gibt auch einen kleinen Tipp am Rande dann später mehr, wie man das Ganze umgehen kann. Und da wurde ich gefragt, ob dann lieber so ein Plastikdeck kommen solle wie bei der Bismarck. Das habe ich natürlich sofort verneint. Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke mal, da gehe ich mit vielen von euch konform, dass so ein Deck viel, viel schöner und viel authentischer und besser aussieht, also viel schicker aussieht.
als diese Plastikdecks, die zwar auch die Holzmaserung hatten, aber das kann man natürlich nicht mit richtigem Holz nachvollziehen. So, das Deck sieht so erstmal nicht schlecht aus. Wie gesagt, das werden wir nachher mal vergleichen mit dem Test. Also hölzerner Decksbelag. Dann gibt es Rollenklampen. Die sind hier nochmal extra alle hier mit einem Klebeband, damit die nicht, die kein Eigenleben bekommen. Das sind diese hier, die Rollenklampen. Dann gibt es, mal hier den Klebeband wieder wegmachen. Dann gibt es hier eine Schutzplatte für den Buganker. Wie heißen die beiden Nupsis? Die kommen als allerletztes. Das sind zwei Unterdecksdetails. Aha. Zwei Details. Naja, da gucken wir später mal drauf, was das dann sein wird. Dann haben wir hier diese beiden Teile. Das sind die zwei H2i Schutzplatte für Backbord und Steuerbordanker. Es geht weiter. Wir haben hier das Geschütz. Das Geschütz, das ist schon fertig. Wir brauchen das nicht aus Schichtnougat zusammensetzen. Viele, die die Scharnhorst bei mir mitverfolgt haben, die wissen, was ich damit meine. Schöne Details, die einzelnen kleinen Räder, Maßstab 1:200 und dann das so detailliert darzustellen, ist schon schön. Ist schon schön. So, wir sind geschützt 3,7 cm. Die Plattform dafür bekommen wir hier. Das wird da nachher draufgesetzt. Und auch hier kommt dann ein hölzerner Decksbelag drauf, quasi drumrum. Ne? Dann gibt es hier DP-Schrauben, die finde ich erstmal gut. Nicht erstmal gut, das finde ich grundsätzlich gut, dass die Schrauben nicht in der Plastiktüte geliefert werden, sondern in einer Papiertüte. Mal sehen, wir haben ja jetzt die ersten drei Ausgaben oder die ersten vier, gab es ja damals im Zeitschriftenhandel als Test. Und da die Ausgaben, die dann im Zeitschriftenhandel gibt, die müssen natürlich vernünftig, da muss vernünftig zu sehen sein, was ist da drin. Deswegen sind eben diese Plastikblister dafür gedacht, damit der Kunde sieht, aha. Wenn man dann nachher nach 4, 5 Ausgaben sich entschieden hat, das immer zu kaufen, dann ist es natürlich nicht mehr so schlimm, wenn alle Bauteile in einer Pappverpackung sind, so wie wir es jetzt gerade kennen bei der Titanic. Ich weiß nicht, wie das hier jetzt weitergeht mit der Graf Zeppelin. Das wäre vielleicht aber eine Frage. Für was? Achtet mal drauf auf den YouTube-Kanal von Achette. Da den abonniert mal und achtet darauf, es wird eine höchstwahrscheinlich bald eine Prototyp-Präsentation geben. Also das ist mein aktueller Stand. Und da könnte man solche Fragen zum Beispiel stellen in diesem Livestream. Vielleicht wäre das eine, die, ne? Wenn ihr noch ein paar andere Fragen habt, ja, dann immer hier runter, schreibt die rein in die Kommentare. Oder auch auf meine Facebook-Seite oder mir per E-Mail. Dann ja, könnten wir die sammeln und dann können wir dann mal gucken, wenn die Live-Präsentation soweit ist, und um dann dort die Fragen zu stellen. Also sind hier Schrauben, dann gibt es hier noch ein Kabel. Was steht hier? Wie heißt das Kabel? Kabel mit LED für das Geschütz. Hier ist eine LED drin. Aha, das ist alles schwarz. Aha. Naja, da sind wir mal gespannt. Und dann haben wir hier eine Platine. Eine Blinktestplatine. Das heißt, dieses Geschütz wird dann nachher blinken. Ja, da würde ich ja, da will ich nachher mal mit meinen Testausgabe mal gucken, ob das dann nachher auch blinkt. Da können wir das ja mal vergleichen. Also hier das Kabel mal auseinandertüdeln. Ich finde das immer nicht so schön, wenn man das so, das sieht so, das ist bestimmt so gewollt, dass das so zusammengedröselt wird. Aber ich finde, das sieht immer so unprofessionell aus.
und das so zusammengedröselt. Gut finde ich hier in diesem Falle aber, dass wir diesen Draht mit Plastik drumherum, der hier den Draht normal gehalten hätte, wie bei vielen anderen Ausgaben, dass es den hier nicht gibt. Weil das ist ja jetzt, wäre jetzt ja wieder Müll, den wir weggeschmissen hätten. Das Kabel ist sehr lang. Das wird dann wohl auch hoffentlich dann nachher, oder nicht hoffentlich, dann nachher lang genug sein. Und dann haben wir, wie gesagt, hier in der Papiertüte DP-Schrauben. Die holen wir gleich immer raus. Da brauchen wir wohl höchstwahrscheinlich nur eine. Und ja, gleich mal den Schraubenträger. Ein Bastelmesser braucht ihr auf jeden Fall. Im Zweifelsfall auch gerne eine Pinzette. Wir schieben mal alle Teile beiseite und kümmern uns jetzt um den Deckspinal. Und da müssen wir jetzt anfangen, das Trägerpapier entfernen. Und dafür braucht ihr ein Bastelmesser. Und dann müsst ihr euch eine Ecke suchen und gucken, dass ihr da mit dem Bastelmesser unterkommt, um das Trägerpapier zu entfernen. Und hier kann man schon erkennen, das ist schön backsig, das glänzt auch ein bisschen. Da ist dann der Kleber dran. So vorsichtig abziehen. Hier haben wir ja Stellen, die offen sind. Nicht, dass ihr das zu rackig abreißt und euch dann hier der Decksbelag nachher einreißt. Das Papier wollte ich schon sagen, also das ist so dick wie, ja, noch nicht mal wie Karton. Also das ist so dünn, das Papier, das ist so dünn, der Holzdecksbelag, dass es schon fast Papier sein könnte. So, und jetzt könnt ihr das eigentlich vorne ansetzen. Hier haben wir auch ein kleines Loch drin, das haben wir da auch. Das kann man dann als Referenzpunkt nehmen, dass man das dann trifft. Die ganzen Ausschnitte, die ganzen Löcher. Man hätte natürlich auch, wenn man gewollt hätte, aber naja, lieber vorne anfangen statt hinten. Und siehe da, also das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist gar kein Problem, das ganze Deck so aufzusetzen. So, jetzt drücken wir das dann auch schön an. Und so, im ersten Moment, ich will das jetzt noch nicht schlecht reden, das kann immer schnell passieren und kann sich so anhören. Also erstmal geht das wunderbar rauf und hält bombastisch. Ja, gerade hier so bei diesen offenen Kanten, wo das hier offen ist, ruhig mal mit dem Daumen rauf gehen, schön runterdrücken. Und dann sollte das eigentlich, nicht eigentlich, dann sollte das gut funktionopeln. So, also ich bin jetzt erstmal zufrieden damit. Falls sich das ablösen sollte, das werden wir ja sehen innerhalb von ein paar Tagen. Deswegen wird die Ausgabe 2 ja nochmal gebaut, um nochmal einen Test damit zu machen. Und zwar machen wir das jetzt immer so, wer die Titanic beobachtet hat, die Titanic-Videos, der wird festgestellt haben, dass der Decksbelag, ich habe das zuerst auch nicht gemacht und wurde eines Besseren belehrt und habe dann Holzleim genommen, mit ein bisschen destilliertem Wasser verdünnt und dann sozusagen das Plastikdeck eingestrichen mit solchen Wattestäbchen, ne, eingestrichen und dann den Decksbelag aufgebracht. Den Vorteil hat es, dass man das sozusagen schwimmend verlegt, dass man das noch ein bisschen hin und her schieben kann und also das noch korrigieren kann und der trocknet transparent aus. Also selbst wenn ihr hier nachher kleine Löcher nachher was drin habt, das kann man alles ein bisschen rauspiksen und dann ist das alles wieder gut und das ja, man hat keine Rückstände, man sieht das später nachher nicht mehr. Das dazu, das wäre als Tipp. Also aber erstmal funktionopelt das ja vom Feinsten und das war beim Test nicht ganz so. Jetzt können wir ja eigentlich mal zu dem Punkt kommen und das mal vergleichen. Wir können ja mal vergleichen und sehen, dass ja, das Holzdeck etwas anders aussieht. Hier kann man auch noch ein bisschen sehen, dass es hier unter ein bisschen hohl ist. Wie gesagt, hier hinten war das einmal komplett ab. Das habe ich dann nachgeklebt. Und ihr könnt sehen, ne, seht ihr hier noch irgendwo Holzleim? Nirgendwo was zu sehen. Ne? Also das ist alles weg. Und wir sehen hier auch, oh, wobei ist mit der jetzt eben abgebrochen? Na gut, ist ja vom Test, ist ja dann nicht so schlimm.
Hier ist so eine, fürs Flugdeck, die eine Aufnahme, eine Strebe abgebrochen. Naja, gut. Das gilt dann nachher später drauf aufzupassen. Das habe ich auch nur so reingesteckt, das ist noch nicht hundertprozentig installiert. Wie gesagt, das war ja ein Test. Jetzt können wir auch sehen, die Aufteilung hier für die... Jetzt muss ich erstmal überlegen, das können nicht die... Ja, wofür die jetzt... Ich habe jetzt... keine Ahnung, keine richtige Erklärung, aber wir können hier sehen, dass wir hier Unterschiede haben. Das ist erstmal wichtig. Ach, sicherlich für Winden. Aber das kann nicht für die Anker sein, sondern das muss für irgendwelche Winden sein hier. Aber das werden wir dann später ja gewahr, wofür das dann ist. Ne, auf jeden Fall sieht das Deck hier anders aus und wir haben hier noch einen Niedergang. Der wird aber hundertprozentig auf See verschlossen gewesen sein, wenn man auf See fährt. Der Niedergang, weil gerade hier vorne, auch beim Flugzeugträger gehe ich mal von aus, wird hier noch genügend Wasser landen, der dann in den Innenraum kommen kann. Gut, hier sieht das wohl so aus, als ja, nicht als wenn. Hier sind dann die Öffnungen für diese Streben, wo später nachher das Flugdeck raufkommt. Ja, das kann man dann schon erkennen. Also was man noch sehen kann ist, hier ist es braun und hier ist es grau. Ja, also sehen wir schon wieder ein paar Unterschiede. Also ich möchte jetzt behaupten, das Holzdeck hält besser als beim Test. Ja, wir beobachten das ja. Und Ausgabe 2 noch einmal sich zu holen, ist, denke ich mal, noch gar nicht so ein großes Problem, weil die kriegen wir noch für 6,99. Gut, jetzt haben wir einen Arbeitsschritt gemacht für Anbringen des Decksbelag. 4 Bilder und ja, haben hier schon, wer weiß wie lange, gequaggelt. So, jetzt werden dann die Schutzplatten für die Anker aufgebracht und ja, das wird jetzt nur reingesteckt, so wie ich das sehe. Es handelt sich um Steckverbindungen, siehst du. So, geknuggelt, ganz leicht, fertig. So, haben wir jetzt hier Unterschiede wegen links und rechts, weil das ja zwei verschiedene Bauteile waren. Und wenn ich ehrlich bin, ich sehe keine Unterschiede. Hier auch nicht. Also gehen wir mal davon aus, dass das passt. Hier haben wir dann ein Nupsi, zwei Nupsis, hier sind zwei, da einer. Die Nupsi-Löcher. So, das wird dann auch nur raufgesteckt. Im Notfall kann man das natürlich gerne auch mit Plastikkleber, wenn man das jetzt möchte, einfach nochmal ein bisschen was reinmachen, fixieren, falls man Angst hat, dass sich das löst. Warum habe ich das gemacht? Weil ich fand, das ging ganz schön leicht rein. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen Kleber drauf gemacht. Aber auch deswegen, weil man riecht das so gerne. Nein, Quatsch. So, dann haben wir ja hier die beiden Unterdecksdetails. Warum sagen wir hier Unterdecks? Es ist ja von der Sache her das Hauptdeck. Aber weil das Flugdeck ja hier noch drüber kommt, nennt man das hier das Unterdeck. Wie auch immer. Und die beiden Teile kommen dann hier rein. Jetzt weiß ich leider nicht ganz genau, was das jetzt ist. Ob das Lüfter sind, aber über dem Kettenkasten. Ne, hier ist ja kein Kettenkasten. Dann werden das doch hier die Ausschnitte sein für die Ketten. Hier die Winde, so rum. Und dann sind hier unter die Kettenkästen. Das werden wir, also werden hier nachher die Ketten lang laufen. Wofür die beiden jetzt sind, diese Details, das weiß ich jetzt nicht. Weil wenn man die Ketten gelöst hat, hat hier, auch hier vorne in diesem Bereich sowieso keiner was zu suchen. Das wäre viel zu gefährlich. So, jetzt muss man das hier einmal treffen. Ich treffe es nicht. Weil die sollen da ja rein. Vielleicht kann man das vorher machen, bevor man die Platten für die
Anker ansetzt. Vielleicht geht das dann besser. Bloß, dass es müßig jetzt sich darüber sich zu unterhalten, weil ich habe es ja nicht gemacht. Und da ich sie ja angeklebt habe, kann ich sie jetzt ja auch noch nicht mal mehr rausnehmen. Das war nicht weitsichtig von mir. Ich kriege die wirklich jetzt schwer rein. Mal sehen, was der zweite sagt. So, jetzt ist der auf jeden Fall drinne. Hat geknuckelt, ist aber noch nicht weit genug drinne. So, der ging jetzt schwer rein. Na, das wird ja lustig bei der Live-Präsentation. Auf jeden Fall sollte ich mir dann Pinzette und Messer und so alles mitnehmen. So, hingekriegt. Drinne. So, der andere ging auch noch. Also die müssen wirklich ganz runter. Und wir sehen, das Holzdeck, das Decksbelag, hält immer noch. Jetzt kommen die beiden Rollenklampen. Die werden jetzt auch aufgesetzt und die haben einen dünnen und einen dicken Nupsi. Die sind auch einseitig. Wir haben C und B. Ja, das kann man natürlich nicht erkennen, was ist nur C und was ist B. Jetzt gehen wir davon aus, wenn wir sehen, wo die hinkommen, die Rollenklampen, die sind ziemlich dicht dann an die Platten von den Ankerketten, die nachher an den Anker rankommen. Und das heißt, dass dann die Seite, wo am wenigsten Platz ist, dann zu der Seite dann auch ist, dahin muss. Das heißt, den können wir jetzt nicht nehmen, sondern diese Rollenklampe. Und die stecken wir jetzt von der Sache her einfach nur da rein. Und siehe da, das funktioniert dann. Wenn das dann andersrum wäre, dann würden wir zu dicht an diese Schutzplatten kommen. Ja, also der Abstand, wir sehen das hier, ist schon ziemlich eng. So, die gingen auch ziemlich leicht rein. Auch da möchte ich dann doch nochmal vorsichtshalber ein bisschen Kleber drauf machen, dass das dann hält. Gut. Das war es dann schon. Guck mal einer an. So, dann brauchen wir die Testplatine. Wieso brauchen wir jetzt schon die Testplatine? Also den Tester mit den Batterien. Und da wird jetzt das Kabel auf dieser Seite hier reingesteckt. Hier, so. Das ist immer nichts für meinen Vaters Sohn. Aber er steckt zwar noch nicht ganz drin, aber die LED leuchtet. Jetzt sehen wir das, wo es dann leuchtet. Das heißt, wir machen gerade einen Beleuchtungstest, ob die LED funktioniert. Und wir sehen, sie funktioniert. Und dann kann das Kabel auch schon wieder raus. Das war jetzt nur dafür gedacht, um zu gucken, aha, LED funzt. Gut, anschließend kommt jetzt dann die LED hier vorne durch den Ausschnitt. Die lassen wir jetzt hier durchschauen und nehmen dann die LED und stecken die ins Geschütz. Von unterwärts. Das heißt, es kommt jetzt hier, sollen wir das da reinstecken? Aber das passt gar nicht. Nee, ohne Quatsch jetzt. Doch, das passt.
Das passt komplett richtig rein. Ha! So. Ja, ich habe noch was vergessen. Das ist wieder typisch. Nehmen wir die nochmal wieder raus. Hat geklappt. Jetzt ist das Schwarze abgegangen. Wir dürfen erst einmal auf das Deck den Decksbelag aufkleben. Da hat ja wieder gut geklappt. Gut, dass ich mir die Ausgabe nochmal besorge. Naja, wir werden gleich sehen. Das Schwarze hatte sicherlich einen Grund. Und zwar den Grund, dass das nicht nach überall hin in alle Richtungen scheint. Naja, gut. Kein Video ohne Fehler. So, und jetzt kommt hier das Decksbelag rauf. Der Decksbelag rauf. Wir müssen gucken, dass wir hier den Pilz, dass der frei bleibt. Ja, hat geklappt. Sag ich mal so, hat geklappt. Und jetzt kommt die LED hier durch. So. Und nun stecken wir die LED dann wieder da rein. So, hat geklappt. Und jetzt sollen wir das Geschütz hier dran ankleben mit diesen beiden Zapfen. Das werde ich jetzt wie folgt machen. Das gibt ja mehrere Möglichkeiten. Und danke auch für den Tipp bei einem Video. Ich glaube, das war das Titanic-Video. Bloß ich finde meinen anderen Kleber nicht mehr von Revell. Es gibt noch einen, der nicht so dünnflüssig ist. Ich habe jetzt momentan nur diesen dünnflüssigen. Das macht aber nichts. So, man kann auch Sekundenkleber verwenden. Ich bin da bloß nicht so ein Freund dafür, weil nicht alle Sekundenkleber dünsten, also die meisten dünsten aus und hinterlassen dann Spuren. So, das heißt, jetzt kleben wir das Ganze hier an und das dauert jetzt ein bisschen, bis das hält. Vielleicht hätte man das auch alles so vor, ich weiß gar nicht, ob man den Stecker hier durchbekommt, dass man das erst alles einmal außerhalb vorbereitet und dann den Stecker da durchbekommt. Wollen wir mal versuchen. Oh, das ist knapp. Aber kriegt man durch. Also man kann das auch erst so alles zusammenbauen. Für die, die es noch nicht gemacht haben. Kann das so zusammenbauen und dann anschließend nachher den Stecker da durchstecken. Das sieht hier ein bisschen einseitig aus. Aber das ist dann auch alles so gewollt, dass wir hier das nachher verschrauben und auf der Seite, wo es offen ist, geht ja dann nachher das Kabel durch. So, jetzt werden wir das Kabel nochmal wieder reinmachen. Nein, der Kleber, das hält noch nicht. Also das, sag mal schnell, das geht nicht so schnell. Ich will euch jetzt auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich mache auf jeden Fall einen kleinen Cut, bis der Kleber hält. Und dann kommt das Ganze hier durch und dann wird auch die Schraube benutzt, um hier das Geschütz dann nachher festzumachen. Also bis gleich. So, nachdem das Geschütz dann festgeklebt ist und der Stecker wieder durchgesteckt ist, können wir das ganze Kabel dann natürlich durchziehen durchs Deck und das Geschütz installieren. Jetzt müssen wir nur schauen, ich glaube, das macht Sinn, das Kabel ein bisschen zu biegen. Und dann hier ins Deck rein zu friemeln. Weil ich glaube, das ist noch wieder nicht ganz fest. Ich werde, denke ich mal, doch, es bleibt höher, das geht nicht ganz runter. Bei der Präsentation dann wohl auf Sekundenkleber zurückgreifen. Obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Oder ich müsste mir noch so einen anderen Plastikkleber besorgen. Aber vielleicht
macht das hier Aschett und hat alles dabei. So, und dann brauchen wir nur hier die mitgelieferte, was war das für eine Schraube? BP, ne? Ne, DP-Schraube. Dann hier von unten reinsetzen und dann ist das quasi hier drauf. Es sitzt aber nicht so. Da, jetzt noch mal ein bisschen verdreht. Noch mal fester schrauben. Ach so, aha, wenn ich das jetzt festschraube, dann dreht sich die Plattform ein bisschen, ein Müh nach Steuerbord. Das müssen wir dann ein bisschen festhalten, dass es dann mittig bleibt, weil das Geschütz sollte ja dann auch mittig ausgerichtet sein. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Wir nehmen jetzt dann hier diese Testplatine. Es ist eine Testplatine. Das ist nur für den Test gedacht. Und ich glaube nicht, dass wir das nachher noch mit einbauen. Oder doch. Mal gucken, was hier steht. Verbinden Sie das Kabel der Blinkplatine. Achso, also es ist die Blink. Doch, die Blink-Test-Tablette. A, B, C. Die Blink-Test-Platine. Da kommt jetzt das Kabel A. Wird dann jetzt hier reingesteckt. So. Und die Testplatine wird dann hier mit dem Batteriefach, also mit der Testplatine mit Batteriefach, dann auch verbunden. Ist das richtig rum? Ja, ihr müsst immer genau gucken, wie rum das Ganze ist, dass man das auch richtig macht. So, und dann, also sobald das verbunden ist, sollte das leuchten. Also bei mir leuchtet das jetzt nicht. Habe ich das richtig reingesteckt? Ja. Muss ich hier noch irgendwo raufdrücken? Nee. Also bei mir leuchtet es nicht. Das ist jetzt eigenartig. Ich hatte das gerne gezeigt. Einige haben gesagt, dass das sehr schwach war, das Leuchten. Aber oder habe ich mir jetzt irgendwas zerstört? Habe ich mir jetzt was kaputt gemacht? Doch, das leuchtet jetzt. Also die LED leuchtet. Und hier vorne, also das kann man kaum sehen. Da, das Mündungsfeuer. Da kann man das sehen. So, jetzt nochmal wieder Kabel rausmachen. Das ist immer doof, dass man an einem Kabel ziehen muss, um das rauszubekommen. Und irgendwann geht es dann nicht mehr, ne? So, nochmal wieder reinstecken. So, dann ein weiterer Versuch. Also das Kabel ging ja eben gerade. Also ich kann bei mir wirklich nichts erkennen, dass hier was geht. Also entweder ist diese Testplatine kaputt oder hat noch gar nicht funktioniert, ist nicht richtig, keine Ahnung. Also es geht bei mir nicht. Weil normal sollte man dort was sehen können. Gut, das dazu. Machen wir mal hier den Stecker wieder raus und nehmen jetzt mal das vom Test. Wollte ich ja auch machen, wollte ich ja testen. Und jetzt könnten wir ja erst einmal so gucken, ob das noch leuchtet. Es leuchtet, das hat aber ein anderes Licht, ihr seht es. So. Jetzt werden wir das hier reinstecken. Und dann hier rein. So. Und
Kann man das sehen? Also, das scheint wohl sehr, sehr, sehr wenig zu blinken, also dass man das kaum sehen kann. Hier kann man das jetzt sehen beim Test. Und wir haben ja auch gesehen, dass es hier ein gelbliches Licht ist. Die Frage ist jetzt, die werde ich natürlich dann auch stellen, ist ja klar. Die Frage ist ja jetzt, weil es ja eine Testplatine ist. Also ich sehe wirklich nichts. Aber, also jetzt an den Rohren sehe ich nichts. Ne, vorhin haben wir ein gelbes Licht gesehen, aber hier drinne. Also eben gerade habe ich das noch gesehen, jetzt sehe ich das nicht. Eben gerade habe ich es noch gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und zwar an der Schraube vorbeigucken. Da kann man das, seht ihr das blinken? Also das funktioniert. Nur das kommt hier vorne. Oh, das kann man, doch, man kann was sehen, aber ganz schwer kann man das erkennen. Da hätte ich mir gewünscht, dass es natürlich ein bisschen döller blinkert. Also, das liegt bestimmt am gelben Licht. Die von Elektronik Ahnung haben, die wissen da vielleicht was zu berichten. Hier kann man das natürlich jetzt beim Test viel döller und viel besser sehen. Das gelblichere Licht ist natürlich, wie soll ich sagen, originaler. Ne? Also hier, das kann man dann sehen. Also das ist hier aber vom Test. Ne? Das ist das, was jetzt gekommen ist. Gut, okay. Wie auch immer. Funktionobel tut das. Nur es blinkt eben nur ganz bisschen. Aber ich habe noch mal Bock auf den Flieger. Apropos Flieger. Da wurde ich gefragt, sitzt da ein Pilot drinne? Nein, da sitzt kein Pilot drinne. Der fliegt ohne Pilot. Also das funktioniert, das ist richtig geil. Und ja, das Licht funktioniert ja auch, nur es ist sehr, 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 sehr wenig zu sehen. Die Frage ist, liegt das an der Testplatine? Weil wenn ich das Licht so hier reinmache vom Test, ist es auch heller, als wenn wir hier das mit der Blink-Test-Platine machen. Das sind alles Wörter. Gut. Das war dann quasi Ausgabe 2. Wir können ja hier noch mal einmal reinschauen und können dann sehen, der Anfang ist gemacht im Dezember 36 auf der verlängerten Helling in Kiel. Ich kenne da in Kiel gar keine Helling. Ich habe da auch mal gearbeitet bei Howald. Bei den Deutschen, also heutzutage heißt das, glaube ich, anders. Und jetzt, wie heißen die denn jetzt? Gnück, German Naval Yards Kiel heißen die jetzt. Und wir sagen bloß immer Gnück, weil eigentlich ist das Y, wird ja nicht als Ü gesprochen. German Naval Yards Kiel heißt das ja jetzt, vorher HDW, Howald Deutsche Werke. Und also eine Helling kenne ich dort nicht, ich kenne nur diese großen Docks, wo ich mal drin gearbeitet habe. Und hier kann man aber schön sehen, wie der Mittelträger aufgebaut wurde und dann hier die einzelnen Spanten. Das sind aber alles, so wie ich das sehen kann, Holzmodelle wurden erstmal gemacht, um die Platten dann so zu verformen. Also, das sieht echt aus, als wenn die hier Holzmodelle erstmal gemacht haben. Wahnsinnig viel Vorarbeit, wahnsinnig viel Arbeit, die man sich damals gemacht hat. Und sie waren, na klar, aber mit viel, viel, viel mehr Schiffbauern wie heutzutage, aber ja, haben eine Menge, Menge geschafft. Riesengroße Dings. Ach so, und hier steht dann nochmal, dass das eine Ausführung war nach dem Vorbild der japanischen Akagi. Habe ich seinerzeit leider nicht gebaut, den Bausatz von einer anderen Firma. Und hier kann man schon einen weiteren Fortschritt sehen. Flugzeugträger A, ja, wie ich vorhin gesagt habe,
Flugzeugträger A, B und C. Ich habe Typ A, B und C gesagt. Nein, das, die waren, hießen erstmal A, B und C. Wie gesagt, A wurde ja zu Wasser gelassen, B wurde angefangen zu bauen und C noch gar nicht. Das war dann schon im Juni 37 und das war im Dezember 36. Das heißt, in sechs Monaten, was da schon geschafft wurde. Und hier ist auf dem Bild ist kein Arbeiter zu sehen. Das sieht hier auch aus, als wenn man einen Doppelrumpf hatte. So wie das heutzutage auch üblich ist bei Containerschiffen. Ja, so, ne, und dann gibt es hier, da möchte ich eigentlich immer gar nicht drauf eingehen, auf die moderneren oder neueren Flugzeugträger und so, dass die Amis da größenwahnsinnig sind, meiner Meinung nach. Das wissen wir alle. Ihre nächsten Bauteile, Unterbau für den Katapult, das kommt dann im nächsten Video. Das war dann Bauphase Ausgabe 2. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ne, zur Bauphase Ausgabe 2. Morgen früh werde ich dann, also nächsten Tag, werde ich dann mir die Bauphase Ausgabe 3 zu Gemüte führen. Wir haben hier ein schönes Blechschild bekommen, die Ausgaben 1, 2 und 3. Der Flieger funktioniert noch aus Ausgabe 1, haben wir gerade gesehen. Und haben hier dieses schöne Deck zusammengebaut mit der ersten Flak hier, mit ein paar Details. Ne, 3,7 cm Flak, Mündungsfeuer kann man leider nicht so schön sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann noch Thema wird und dass es da vielleicht unter Umständen auch eine Verbesserung geben könnte. Mal sehen. Wir werden es gewahr. Vielleicht liegt das ja auch wirklich nur an der Testplatine und ich bin auf den Prototypen gespannt, wie das bei dem dann aussieht. Na, das werden wir dann sehen. Ich werde auf jeden Fall das hier mitnehmen und Aschett das auf jeden Fall zeigen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das dann wirklich nur an der Testplatine liegt. Weil, dass die LED leuchtet und blinkt, das haben wir gesehen. Vielleicht liegt das jetzt da dran, weil ich einmal die LED schon rausgezogen hatte und wieder reingesteckt habe, weil das Schwarze ja so ein bisschen abgegangen ist. Vielleicht liegt das da dran, ich weiß es nicht. Ne? Habe ich auch wieder Schuld da dran. Ne? Gut, aber man kann ja was sehen. Also das System im Grunde genommen funktioniert. Ja, liebe Leute, ihr habt auch funktioniert. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiter neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in beim nächsten Video bei einem Mufubo. Ne? Tschüss.